So, dann würde ich hier mal eine Fackel hinsetzen. Genau. Also immer so ein bisschen ins Ungewisse das alles. So, warum mache ich das jetzt? Vielleicht damit ich ein bisschen schneller vorankomme. So, und dann würde ich da nochmal eine Lampe. Okay. Eieieiei. Okay, also hier hätten wir theoretisch wieder eine Höhle, die wir erkunden können, die eben durch Schotter abgegrenzt war, den wir jetzt ja sukzessive abtragen. So. Genau. Das machen wir jetzt einfach wirklich. Ich komme mir so fast so ein bisschen wie ein Zwerg vor. Ein Zwerg, der in sein Zwergenreich vordringt. Aber ich finde es echt spannend gerade, dass wir da hinten einfach so peu à peu das ganze Zeug übernehmen. So, ich weiß nicht, das würde mich auch mal interessieren. Ich weiß nicht, ob es beim Mindtest eine maximale Tiefe gibt. Also, das ist sowas, was mich halt interessieren würde. Gibt es beim Mindtest eine maximale Tiefe? Und wenn ja, welche ist sie? Also, ich meine, klar gibt es eine maximale Tiefe, aber, naja, ihr wisst schon. So. Also. Einmal du. Okay, dann würde ich dich mal abtragen und dich mal abtragen. Okay. Du willst mir also quasi sagen, der hing frei in der Luft. So, wunderbar. Okay, also hier, wie gesagt, die Höhle, bin ich der Meinung, haben wir von der anderen Seite fast gesehen. Ich würde hier ganz gerne ein bisschen Licht machen. Gut, den Abschnitt haben wir auch gesehen. Alles klar. Okay. Die würde ich vielleicht da mal wegmachen und dahin tun. Oder vielleicht besser dahin. So ist besser. Genau. So, dann können wir nämlich hier noch ein bisschen
in die Tiefe wursteln. Wobei die Höhlenbildung hier, okay, das ist eine Sackgasse. Ich meine, es ist schon cool, aber es ist eine Sackgasse. Nichtsdestotrotz. So, die Höhle hier schon cool. So, dann können wir hier uns eigentlich durchhauen. Würde ich fast so sehen. So, dann würde ich hier mal vielleicht Licht hinmachen. Das müsste ich. Ich müsste auf der anderen Seite rauskommen. Wenn ich lang genug buddel, müsste ich auf der anderen Seite rauskommen. Ja. Aua, aua, aua. Okay. Gut, okay. Also, wir würden hier dann den Schotter wieder wegtragen. Und wir wollten ja auf die andere Seite. Okay, und da ist jetzt. Ah, okay, es ist zu tief. So, aber wenn ich da durchgrab. Okay, da geht's weiter. Da ist eine Sackgasse. Wow. Boah, also manchmal. So, hier bitte. Oh, ich habe keine Fackel mehr. Cool, okay, aber es sind Sackgassen. Das ist schon mal eine interessante Sache. Wir können uns jetzt aber vielleicht nochmal eine neue Fackel bauen. Eins, zwei. Das reicht mir jetzt erstmal für den Anfang. Machen wir hier die Hälfte wieder. Okay. So, auf jeden Fall gibt es hier gar nicht wenig Rohstoffe, muss ich sagen. Das ist vielleicht gar nicht so blöd. Wir können hier aber jetzt eigentlich auch den Schotter abtragen. Habe ich hier irgendwo was übersehen? Nö, ich denke nicht. Wir können aber auch eigentlich. Also was wir halt machen könnten, wären die beiden Höhlen verbinden. Okay. Das sah für mich gerade so unerforscht aus. So, dann essen wir vielleicht eine Kleinigkeit nochmal. Dann essen wir wieder eine Kleinigkeit. Und ziehen das Zeug hier weg.
Den einen Schotter kann man ja theoretisch erstmal stehen lassen. Hier geht es halt wirklich erstmal darum, dass ich von da drüben wieder hier reinkomme. Ich bin gerade ein bisschen am Überlegen, ob ich hier nicht irgendwas mit Sand machen sollte. So, dich würde ich ganz gerne abhauen. Genau. So, dann können wir hier noch einen reinhauen und da noch einen reinhauen. Ich bin gerade ein bisschen am Überlegen. Wir haben ja jetzt diesen Zweierding hier. Wir könnten ja theoretisch hier so eine Wandfassade hinmachen. So, dass wir quasi einen Weg am Rand lang haben. Da hinten. Boah, da geht's ja. Ich sollte ein bisschen aufpassen. Da geht's ja noch ewig weiter. Wir könnten theoretisch auch ein bisschen runter. Also momentan laufen wir ja hier oben lang. Was mich halt noch so ein bisschen irritiert ist, wo kommt die Lava her? Und das sehe ich momentan auch noch gar nicht so richtig. Ich meine, wir können jetzt sowas machen. So, was wie gesagt, was mich so ein bisschen irritiert ist, wo kommt die Lava her? Da oben ist ja irgendwas. Und theoretisch können wir ja hier eigentlich jetzt erstmal komplett außen rumlaufen. Bis zu diesem Lavastrom halt, wobei der eine ja wirklich in die Mitte fällt und der andere kommt ja sonst woher. Und wie gesagt, also ich würde irgendwie dazu neigen oder dazu tendieren, das alles so ein bisschen ebenenmäßig zu sehen. Also dass wir da mehrere Etagen haben. Und ich überlege gerade auch, ob wir das Ganze hier dann nicht mit Glas verkleiden, sodass wir halt wirklich so einen Steg haben, den man langlaufen kann. Und wie gesagt, also hier bin ich gerade am Überlegen, ob ich hier nicht Stufen hinsetze. So war das. Zack und. Und hier genau das gleiche. Zack und zack. Und dann könnte man hier noch einen rein. Da hätten wir da auf jeden Fall Stufen und dann könnte man hier einfach weiterlaufen. So. Und hier ist ja der Dreier. So, da ist der Dreier. Das heißt, es wäre hier. Okay, dann käme ich hier hoch und könnte mich hier schon wieder entschließen. Das wäre ja hier auch. Ich bin ja in die Mitte. Und hier.
müsste ja wieder so eine Maus sein. Gut, aber dann brauche ich die Treppe hier eigentlich gar nicht. Dann kann ich hier eigentlich geradeaus weiter und hier hinten komme ich ja dann eh raus. Ja, das kann man dann machen, aber das machen wir jetzt erstmal nicht. Jetzt sammeln wir erstmal das Zeug hier wieder ein, damit wir regulär weiterkommen können. Das waren die Steine. Da würde ich vielleicht dich mal nehmen wollen. Und zu dir sagen, 1, 2, 3 und 4. Und dann würden wir dich hier mal wegmachen. Gut. Uah, okay, also da müssen wir auf jeden Fall noch einen weg. So. Können wir dich runter machen? Dich, dich und dich. Dich, dich und dich. Dich, dich und dich. Und dann würde ich sagen, du, du und du. Okay, dann können wir hier auf jeden Fall durch. Da würde ich vielleicht ein paar Steine hinsetzen, damit wir da nicht so ohne weiteres reinfallen.